Morgen. Guten Morgen. Aus Planfoy. Planfoy. Ja, sag ich doch. Ja, wir sind auf dem Nachhauseweg. Jo, hatten wir ja gestern schon gesagt, ne? Und das war jetzt hier ein kostenloser Stellplatz. Der Nachteil ist bei um diese Jahreszeit, da sind wir heute Morgen mit Schnee aufgewacht, ne? Das fing gestern Abend schon an. Also als wir gestern angekommen sind, ich meine auf Insta und Polarsteps habe ich das ja schon gepostet heute Morgen. Ich packe euch jetzt mal eben die beiden Bilder rein und vielleicht seht ihr ja einen Unterschied. Finde den Fehler. Finde den Unterschied. Genau. Ja. So, und ja, wir sind ja auf dem Weg nach Hause, wie gesagt, und werden jetzt eigentlich auch gar nichts mehr großartig an Städte anfahren. Wir werden jetzt nur noch Asphalt fressen. Und nochmal, also diesen Stop haben wir jetzt eingelegt, da zeige ich gleich nochmal was zu. Der ist schön, der ist ganz total ruhig, ja. Im Wald, ja, also ja. Da sind mehrere Plätze. Offensichtlich hat er auch Fähr- und Entsorgung. Genau. Mit diesen Token. Flublö. Ja. Ich meine, ja, ich hätte da so ein Terminal gesehen. Ich gehe da gleich nochmal gucken. Ja, hier die Anfahrt selber. Spektakulär will ich jetzt nicht sagen, aber schon eine schöne Straße. Schöne Straße, schöne Straße. Ja. Da haben wir spektakuläreres gehabt. Ja, also, aber die Straße war jetzt auch gut. Habt ihr aber schon gesehen. Ich habe das ja schon eingeblendet. Nee, also. Und ja, wir werden jetzt nur noch Stellplätze anfahren oder Campingplätze? Nee, Stellplätze. Ne? Stellplätze. Die haben aber heute Morgen auch hier schon geräumt, ne? Ja, also kann ich auch mal kurz einblenden. Ne? Also das ist wohl ein kommunaler Stellplatz. Also schön, gut. Der ist auf 1020 Meter, habe ich gerade geguckt. Offensichtlich ist das hier die Schneefallgrenze. Genau. Aber nee, wie viele Plätze hat der? 10, 12? Ungefähr. Ungefähr. Gefunden bei Park4Night. Gefunden bei Park4Night. Ich verlinke ihn natürlich nochmal. So, und den nächsten, den wir jetzt anfahren, ist südlich von Colmar. Auch ein kostenloser. Ja. Da schauen wir uns. Zwei rausgeguckt, ne? Genau. Das ist so ein asphaltierter Platz oder irgendwie sowas. Ja, der ist auch asphaltiert, ne? Also die Boxen hier, die Stellplätze sind eingebuchtet. Also man steht hier nicht. Ja. Eingefriedet. Eingefriedet, wie auch immer man das nennt, ist so völlig wurscht. Wurscht. Wurscht ist. Man steht also nicht so Tür an Tür, ne? Also man hat schon so ein bisschen Platz zum Nachbarn. Ein bisschen Ausblick unten in der Tal rein. Also ist sehr, sehr schön. Mit Hunde wahrscheinlich, top. Wer mit Hund ist, top. Ast rein. Ich habe genau. Heute Morgen schon hier, da gibt es wohl auch so einen Trampelpfad in den Wald da rein. Nee, alles wunderbar. Und ich hoffe, man kann mich jetzt besser verstehen. Gestern habe ich mein Mikro irgendwie wieder ausgemacht. Die Tücken der Technik. Die Tücken des Alters. Jo, also wir werden jetzt noch einkaufen fahren, tanken fahren und dann wieder auf die Autobahn. Genau. Ja. So, wenn wir was Nettes unterwegs sehen, mache ich die Kamera an. Ansonsten sehen wir uns dann auf den nächsten Stellplatz. Den letzten Kurze, Stellplatz. Kurze. Ist der letzte, ne? Das ist dann der letzte, ja. Okay. Ja, und dann kommt die große Verabschiedung auch schon. Ja. Aber, Spoiler-Alarm, wir sind dieses Jahr nochmal in Frankreich. Im Sommer. Im Sommer, genau. Das können wir auch noch sagen. Haben wir das schon erzählt? Wahrscheinlich haben wir das schon sowieso rausgeplappert. Aber ist egal, komm. Sagen. Spannung und steigt. Wir sind Ostern auch unterwegs. Ja, du hast Ostern frei? Ich habe Ostern, ja, nach Ostern. Ostern, vor Ostern nicht, aber nach Ostern. Und da geht es irgendwo hin, aber wir wissen noch nicht, wohin. Mal schauen, wo es uns hin verschlägt. Ja. Vielleicht machen wir ein Treffen mit mehreren. Wir schauen mal. Fahren wir alleine. Das steht noch in den Sternen. So, wir machen uns jetzt fertig. Abfahrtbereit. Ich muss noch die Plane reinpacken hier, die Ausplane. Und noch die Schneeketten anlegen. In diesem Sinne. Wir sehen uns im nächsten Video. Nee. Wir sehen uns am nächsten Stellplatz, wollte ich sagen. Ja, ist für mich das nächste Video. Stimmt. Für uns ist das nächste Mal Kamera anmachen. Los, komm auf. Ja.
Guten Morgen. Guten Morgen. Bonjour. Und ein letztes Mal. Bonjour. Bonjour. Und ein letztes Mal. Glück auf. Unsere Reise endet hier. Genau. In Grubeville oder so ähnlich. Irgendwo hier im kurz vor Deutschland. Oberelsass. Oberelsass, auch schön. Es schneit aber dann im Oberelsass. Wir ziehen irgendwie das schlechte Wetter mit. Es schnieselt. Naja. Naja, ist egal. So, wir haben ja gesagt, wir machen noch die letzte Tour mit dem Stellplatz hier. Das ist schnell erzählt. Das ist ein großer Parkplatz vor einer Schule. Und so ein Gym. Irgend so eine Eisenbiegerbude. Gerade kostenlos mit Fähr- und Entsorgung über Flo Bleu. Ohne Strom. Ohne Strom. Kirchenglocke, die sehr laut bimmelt. Ja, sind wir doch mal ehrlich, ne? Ist kein schöner Platz. Nee, schön ist er nicht. Außer, dass er kostenlos ist und gerade. Ja. Aber die Kirchenglocke, die zieht die Nacht durch, glaube ich? Nee, ich glaube nicht die ganze Nacht. Nee, ich glaube bis 1, 2 Uhr und okay, dann ist, die halbe ist Ruhe. Ja, und sie ist schon sehr laut, ne? Weil sie alle Viertelstunde bimmelt. Ne? Also nicht nur so jede Stunde einmal, sondern man ist dann gerade eingenickert. Bumm, wieder so. Ja, ist halt ein belebter Platz letzten Endes. Hier fahren noch mal ein paar Autos her. Hier vis-à-vis ist die Schule, da ist natürlich auch klar, was hier morgens los ist und in den Pausen. Ja, wobei heute Morgen war es in der Hinsicht war es relativ ruhig, fand ich. Ja, aber wie gesagt, wer da jetzt wirklich empfindlich ist und will hier seine Ruhe haben mit Bäumchen. Und für den ist das nichts. Nein. Ich glaube, für Hunde oder so Besitzer ist das, glaube ich, auch nicht so wirklich gut. Du bist gestern noch mal kurz in der Stadt, wir haben uns noch mal einen Döner gegönnt. Genau, also das ist vis-à-vis 5 Minuten Bäckerei, da ist die Innenstadt, was heißt Innenstadt, Fußgängerzone mit Bäcker und Dönerladen. Zip und Zap. Eine Pizzeria ist da auch, die macht aber, glaube ich, erst um 19 Uhr abends auf. Und also das ist schon ganz okay. Gut. So. Wir werden jetzt nach Hause fahren, ab in den Pott. Yep. Und unsere nächste Reise vorbereiten. Ja, fast. Nein, dauert ja noch ein bisschen. März, April, Mai, Juni, Juli. Ja. 5 Monate. 5 Monate noch. Aber wir fahren ja zwischendurch jetzt auch noch mal los. An dieser Stelle herzlichen Dank, dass ihr alle wieder dabei wart, für den kompletten Support. Für Informationen, für Ideen, für die Likes, für die Kommentare, für alles. Oder? Kann man das so sagen? So kann man das sagen, ne? Hat uns wieder mal einen mega Spaß gemacht. Ja. Nach langer Zeit. Und ja, da merkt man erstmal, was man vermisst hat, ne? Ja. Jo, also. Gut. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Und ja, wir sehen uns bestimmt spätestens im nächsten Video. Bleibt sauber, mach's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.